Ja, liebe Freunde, ich grüße euch ganz herzlich hier wieder auf meinem Kanal. Es gibt wieder was zum Basteln. Ja. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich jetzt mal langsam wieder anfange, Videos zu machen. Genau. Wir bauen heute, beziehungsweise ich baue heute von IGZO Collection den Renault Alpine A110 1600S. Genau. Das ist die Ausgabe 1. Da haben wir ja, Motorhaube. Leider kann ich aus diesem Heftchen nichts vorlesen, weil das französisch ist. Es gibt, glaube ich, so viel ich weiß, online gibt es halt auch die deutsche Übersetzung. Die spare ich mir jetzt erstmal bei diesem kurzen Video. Wir machen erstmal nur die eine Ausgabe hier. Mal gucken, vielleicht eventuell noch die zweite, aber da muss ich gleich noch mal gucken. Jo. Wir machen jetzt erst einmal die erste Ausgabe Box 1, Kit Nummer 1. Wie gesagt, so zum Auto oder so kann ich nichts sagen, weil ich habe keine Ahnung von Autos. Ich bastel sie halt nur gerne. So, da haben wir den ersten Arbeitsschritt. Ja, das ist der erste Arbeitsschritt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich sehe das hier verkehrt rum, weil ich muss mich erstmal daran gewöhnen wieder, dass es alles irgendwie seitenverkehrt ist. Zumindest sehe ich das. Gut, dann packen wir jetzt erstmal hier das hier aus. Und ich würde mal sagen, ich nehme jetzt einfach so Aufruppe. Naja, nicht so doll. Hier machen wir. Ach, wir zerstören das einfach so. Zack, hier, was soll's. Zack, zack. Das kommt auf mich. Das kommt hier in mein Büdel. Dann bräuchte ich eigentlich irgendwas. Genau. Oh mein Gott, ich bin mal wieder, wie immer, nicht vorbereitet. Ich mache mal was für die Schrauben da. Mal gucken. Mal schauen, was ich brauche. Ich habe schon lange nicht mehr gebastelt. Ich habe echt keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe auch schon mal wenigstens meine Brille, die habe ich auf. Das ist wichtig. Da geht's auch. So, da packen wir mal hier. Vielleicht brauchen wir das mal. Hier wir noch einen schön blauen. Ja. Heißt ja nicht Schraubenzieher, sondern Schraubendreher. Den benutzen wir gleich einfach. Das ist hier die Motorhaube. Die packen wir mal dahin. Und normalerweise wollte ich mir eigentlich immer mal kaufen, solche kleinen Schälchen, wo man so die kleinen Sachen so alle reinpacken kann. Jetzt habe ich mir solche, ich hatte hier solche selbstgemachten. Die waren mal von irgendeinem Modell. Da waren so die Teile drin, habe ich rausgeschnitten und einfach ein Stück Pappe drunter geklebt. Naja, nicht schön, aber sinnvoll. Oder zweckmäßig. So, ich packe mal die kleinen Sachen da rein. Normalerweise hatte ich eigentlich eine schöne Pinzette, aber auch selbst die ist weg. Aber ich kann mal hier so ein. Habe natürlich nichts vorbereitet, aber naja, das bin mal halt ich. Ich muss mal kurz gucken. Hier. Hatte mir mal eine schöne gekauft gehabt. So. Mache ich das mal alles rein. Ja, also basteln, so meine Bastelvideos werden ja zum Teil manchmal auch ziemlich lang. Irgendwann in der Vergangenheit habe ich sie dann halt zurechtgeschnitten, dass die halt dann nicht mehr so lang wurden. Ich werde es wahrscheinlich diesmal genauso machen. Ich muss mal gucken, wie ich das so handhabe. So, hier haben wir Schrauben. So, und das ist hier, der Büdel ist leer. Gut. Super. Gut. Wisst ihr was? Das ist eigentlich Schwachsinn, was ich hier gemacht habe. Ich muss mir mal noch ein Stück Stoff bestellen, also worauf ich so ein bisschen so basteln kann, so auf dem glatten Tisch, ist immer ein bisschen blöde.
So, wir brauchen auf jeden Fall ein davon und ein davon. Und wir brauchen Schrauben. Warte mal, wir machen mal einen weiter, damit wir das genau sehen. Und kann auch nicht genau sagen, was das ist, weil, wie gesagt, das ist alles Französisch und ich werde wohl in den nächsten Ausgaben werde ich wohl mir hier am PC noch die deutsche Übersetzung ranmachen, damit ich euch sagen kann, was das gerade für ein Teil ist oder was wir hier gerade verbauen. So, das ist links, das ist rechts und zack, zack. Genau. Und das kommt mit NP-Schrauben. Die haben wir denn da. Jo, und da haben wir das Problem. Ich habe meine Schraubenbox, habe ich nicht mehr. Ah, das ist ja Mist. Gut. Dann müssen die Schrauben hier wieder rein. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal zwei raus. Mein Gott, sind die wieder lütt. So. Kleb. Boah, hier. Meine Güte. Die sind voll lütt. Ja gut, die sind sogar so lütt, dass der Fokus gar nicht will. So, muss ich nachhelfen. Heftig, wa? Jo. Dann werden wir die jetzt erstmal zusammenschrauben. Und ich habe natürlich jetzt meine Brille jetzt nicht, meine Verstärkungsbrille, die habe ich jetzt nicht dabei. Aber das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Wir können jetzt mal kicken, das kommt hier so hin. Und ich gucke mal, ob ich ein bisschen ranzoomen kann, damit man ein bisschen was sehen kann. So, so soll das letztendlich aussehen. Ja, dann schauen wir mal. Das fängt gleich mit so einem Kleinkram an. Ich mag eigentlich gar nicht so einen Kleinkram. Das kommt auf jeden Fall da rein. Und ja, mal gucken. Also nicht wundern, wenn es doch hin und wieder mal irgendwo hier und da einen Schnitt gibt. Weil dann habe ich irgendwie Scheiße gebaut oder dauert eigentlich zu lange. So wie jetzt. Ich kann das gar nicht so richtig sehen. Da geht's schon los. Kann ich hier nicht schon mal vor? Okay, geht da durch. So, das ist schon mal nicht so schlecht. Also nur gucken, dass wir das hier auch noch festkriegen. Jo, natürlich. Also nochmal. Mein Gott. Das sind so kleine Dinger hier alles. Ich muss nochmal gucken. Doch, ist richtig. Ja, so die kleinen Sachen, die kann man gar nicht so richtig alles sehen auf der Kamera, ne? Aber das ist schon mal dran. So. Gut, Nummer 1. Muss das gerade? Machen das mal so. So, lass das so. Und dann machen wir jetzt hier, das war das rechte, jetzt machen wir das linke. Ich weiß nicht, was meine Frau da drüben macht, aber die schreit gerade Bam Bam. Ich habe keine Ahnung, warum. Verrückte Nudel. So, das Loch ist so klein, dass da reicht sogar meine Brille nicht. Das ist... Das wären wieder so richtige
Folgen, wo ich mich dann wahrscheinlich mal wieder so richtig schön aufregen kann. So, geht da durch. Okay. Was mache ich eigentlich hier? Das ist. Ja, ich habe mir angewöhnt, oder zumindest will ich mir angewöhnen, dass ich. Ich hatte so in der Vergangenheit immer verkehrt. Ich habe das nie so richtig nach Anleitung gemacht. Ich habe gesagt, scheißegal, Hauptsache ist fest. Aber das hat ja alles seinen Sinn, wenn die sagen, ich soll die Schraube so von links reindrehen und nicht nach rechts oder von rechts. Na, das scheint wohl alles schon seine Richtigkeit zu haben, also mache ich das auch so, wie das da jetzt abgebildet ist. So. Das haben wir. Hier werde ich noch mal kurz ein bisschen lockern. Und das mal gerade machen. So, die haben wir schon mal fertig. Boah, sehe ich jetzt gerade, dass hier viel Krümel sind. Alles klar. Dann haben wir jetzt hier, das packen wir mal kurz hier hin, die brauchen wir gleich. Wir brauchen jetzt, habe ich keinen Unterleger hier, ist immer so blöd, wenn man, bisschen zu groß, ne? Aber macht nichts. Hauptsache es schrubbt hier nicht so auf den Tisch rum. So, okay. Wir sollen jetzt dies darauf. Das machen wir natürlich. Das kommt dann letztendlich so da rein. Genau. Ja, und wie gesagt, ich habe mir jetzt eine neue Kamera geholt. Die DJI Pocket 3. Ich hatte mir ganz zuerst, habe ich mir die Insta360 Go 3 geholt. Ganz niedlich, aber kam ich auch nicht so ganz mit so klar. Hat zu wenig aufgenommen. Also hat irgendwie nur 45 Minuten Aufnahmezeit, wenn es hochkommt. Und da habe ich dann keinen Bock drauf gehabt. Das war mir dann nichts. Also ging sie denn wieder weg. Mein Gott. Ich und gerade die kleben, das ist. Ja, und irgendwann, dann die hatte ich dann wieder zurückgeschickt und gesagt, ne, die behalte ich nicht. Dann hatte ich mir die Insta360. Wie hieß die nochmal? Oh, das sieht ja scheiße aus. Ace Pro, genau, die Ace Pro, die habe ich mir geholt. Und naja, die war eigentlich recht geil, muss ich ehrlich mal so sagen. So, die war eigentlich recht geil, aber die hatte irgendwie Probleme mit dem Stabilisator gehabt. Die hat man so geschüttelt und dann hat das voll geflackert, das war voll kacke. Auch wieder zurückgeschickt, habe gesagt, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr, lasse ich das mit Kameras. Aber dann habe ich gesehen, DJI Pocket Nummer 3. Und ich hatte ja mal DJI Pocket, die zweite gehabt. Ja, und die, da war ich eigentlich voll überzeugt von. Ich hatte sie dann irgendwann verkauft, die zweite. Weil ich habe gesagt, ich brauche jetzt keine Kamera mehr. Naja, letztendlich habe ich mir die dann gekauft und bin soweit jetzt auch zufrieden. Ich war zuerst auch überlegen, ob ich den mir kaufen sollte, weil es gab irgendwie eine Zeit lang, gab es irgendwie so Hitzeprobleme. Und das fand ich dann nicht so toll, zu hören, dieses Hitzeproblem. Aber letztendlich haben die es in den Griff gekriegt. Und ich hatte ja auch schon einen Test gemacht und habe einfach mal aufgenommen mit 4K 60 FPS. Ja, der hat so lange aufgenommen, bis halt die Speicherkarte voll war. Nee, nicht die Speicherkarte, der Akku leer war. Genau. So, jetzt wollen wir kurz gucken. Das ist links. Das ist links, ne? D, was ist D? Das ist rechts.
Dann kommt das D1. D1 kommt hier hin. Genau, auf die rechte Seite. Man muss ja umgekehrt gucken, meine Güte. Alles klar, das machen wir dann jetzt mal ran. So, lass mich raten, dann machen wir doch bestimmt Schrauben, ne? Ja, natürlich, dann können wir gleich schon mal das, mit welchen Schrauben eigentlich? Mit SP. SP-Schrauben. Warte mal, die holen wir mal raus. Brauchen wir zwei von. Das ist noch scharf. Ich hab, bin immer noch. Tut mir da immer noch ein bisschen am Einstellen. So, muss ich gleich noch mal. Ich muss auf jeden Fall, muss ich mir gleich noch mal eine Scheiße. Solche Schraubendose kaufen. So, zwei Stück. Das machen wir wieder dicht. So. Gut. Und dann draufstecken und von welcher Seite? Von unten werden wir die Sache dann verschrauben. So, das war Nummer 1. Gucken, dass es auch relativ gerade ist. Und da kommt das nächste rein. Quatsch, was mache ich denn? So rum. Da geht es schon manchmal los. Ich guck nicht, sondern ich schraube gleich drauf los und dann passieren immer Fehler. Ich muss mir echt Zeit lassen. Weil Video kann man immer schneiden. So, prima. Okay. Das haben wir schon mal. Dann kommen jetzt solche Lütten-Dinger hier. Das sind diese hier. War das eine oder zwei? Ne, ist nur eine, ne? Das ist nur eine. Die kommt hier oben hin. Da. Und die machen wir fest. Mal kurz gucken, wie. Mein Gott, das ist irgendwie, glaube ich, irgendein Gummi oder so. Ich mache das mal in die Zelle rein. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall. Klein. So, und das kommt einfach so rangeschraubt mit einer SM. Das ist dann so eine. So, mal kurz gucken, ob mein Download das auch fertig. Ich habe mir mal eben bei Steam habe ich mir gerade mal noch ein Spiel geholt, das hat mich interessiert, das Nightingale. Mal gucken, wie gut das ist. Werde ich gleich noch mal ein bisschen anzocken. So. Ja, lichttechnisch ist eigentlich auch scheiße. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe alles abgebaut. Ich habe wirklich meine Softlampen da. Die habe ich abgebaut und ab im Keller, weil ich wollte eigentlich, ich hatte irgendwie absolut keine Lust mehr auf Videos machen, wirklich. Ja, aber jetzt kam die Lust wieder. Samt neuer Kamera, super. So. So. Ah, warte mal, das dreht sich von alleine da, ne? Super. So, das haben wir auch. Das haben wir. Und dann haben wir noch. Die brauchen wir jetzt erstmal, glaube ich, nicht. Das packen wir mal kurz dahin. Dann haben wir das hier. Jenes und welches. Die stecken wir einfach zusammen. Mal kurz gucken, wie. So.
nicht gut aus. So sieht es besser aus. Ja, mal schauen, was das wird. Ja, wie gesagt, von Autos habe ich null Ahnung, wirklich. Ich weiß, das Ding hat 4 Reifen, beziehungsweise 5 hinten. Im Kofferraum hat er auch noch einen Reifen. Aber ansonsten habe ich echt von Autos keine Ahnung. Ich habe keinen Führerschein. Ja. So, festschrauben soll man die nicht. So wie ich das sehe. Nee. Die soll man nicht festschrauben. Einfach nur zusammenpacken und wir sind fertig. Die sollen noch nicht verbaut werden. Das haben wir verbaut. Und so sieht das Endergebnis aus. Super Sache, 21 Minuten, aber da werde ich auf jeden Fall noch was wegschneiden. Ja. Das war die erste Ausgabe von unserem Renault Alpine. Was wäre denn eigentlich jetzt als nächstes kommen? Da schaue ich mal nach. Das ist ein Reifen. Und ich glaube, ich gucke da trotzdem mal ganz kurz rein. Aber ich glaube, da ist, empfiehlt es sich immer ein warmes oder ein etwas heißeres Glas mit Wasser, wo man das dann einweichen kann, damit es dann rüber geht. Aber nee, das probiere ich nächstes Mal aus. Das mache ich jetzt nicht. Erstmal eine Folge, das ist die Premiere-Folge. Und schauen wir mal weiter. Gut, liebe Freunde, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.